mich am Telefon, ist der das der Muslim? Exklusiv hier auf Planet 105. Len? Muslim, let's go! Muslim, der Mann mit dem Telefonscherz. Magic X, let's report. Grüezi Frau, mein Name ist Muslim. Grüezi wohl. Ich habe für meine Freundin Roswitha habe bei Ihnen einen Vibrator gekauft. Ja. Ich habe diesen Vibrator auch selber gebraucht. Ja. Jetzt muss ich ein bisschen leiser reden, damit mich Roswitha nicht hört, weil meine Freundin wird sonst verrückt auf mich. Okay. Der Vibrator ist in meine Füdeli gegangen. Okay. Ist ein kleiner Vibrator. Der ist in meine Füdeli. Ui, da müssen Sie ins Spital. Er ist immer noch am Vibrieren. Ich habe eine falsche Batterie drin getan. Duracell. Ja. Ich hätte besser die Batterie von dem Mikro genommen. Dann würde es nicht so lange vibrieren. Oh mein Gott. Können Sie mir nicht diesen Vibrator von Fütter ausnehmen? Ich gebe Ihnen Geld. Nein, das kann ich nicht machen. Bitte. Nein, das kann ich nicht machen. Bitte. Nein, ich kann Ihnen nicht den Vibrator zum Arsch rausholen. Es tut mir leid. Aber Sie haben mir den Vibrator verkauft. Da ist nicht drauf gestanden, dass man das nicht in Fütter kann tun. Da ist sogar drauf gestanden, ich soll das in meine Fülle tun. Ja, aber wenn Sie es so reinmachen, dass er nicht mehr rauskommt, dann müssen Sie ins Spital. Wir hatten mal eine Kunde, er hat sich diese große Kugel in Füdli getan und hat nicht mehr rausbekommen. Er musste operativ dies entfernen lassen. Sie müssen ins Spital gehen oder Sie müssen zu einer Prostituierte. Der ist immer noch in meine Füdli drin. Ja, ich weiß. Der ist immer noch am Surre, genau so. Ja. Ich kann das sogar fast bei meiner Rücke oben, kann ich das spüren. Oh mein Gott, auf dringendsten Wege ins Spital. Gut, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie wir das machen können. Ich kann meine Freundin Roswitha sagen, Sie haben mir das reingetan. Nein. Dann sie verzeiht mir, ja, meine Freundin. Ja, und dann kommt Roswitha hier hin und Roswitha macht Probleme. Hören Sie, wenn ich Probleme bekomme wegen Ihnen. Aber Sie können ja sagen, Sie haben mir diese, beim Testen haben Sie mir diese in meine Füdeli reingeführt. Dann kann ich meine Freundin sagen, ich habe dir eine Überraschung machen wollen. Dann hat mir die Verkäuferin das gezeigt und dann hat sie mir das in meine Füdeli getan. Dann habe ich eine Ausrede. Sie können von mir aus zuhause sagen, was Sie wollen. Gut. Aber ich werde keine Stellung nehmen dazu. Am besten, ich warte, bis die Batterie fertig ist. Nein, Sie gehen jetzt ins Spital. Nein, ich warte, bis die Batterie fertig also, ist. Also, wenn die Batterie ausläuft, Sie sind vergiftet. Ich weiß nicht, was das ist. Blausäure ist hochgiftig. Inhalt von Batterie. Nein, nein, nein. Hochgiftig, Sie können sterben daran. Ich habe keine Batterie in meine Füdeli getan. Aber Vibrator hat Batterie drin. Nein, ist nur ein Vibrator gewesen. Schatzeli, ein Vibrator, der vibriert, hat eine Batterie drin. Entschuldige, haben Sie mir vorhin Schatzeli gesagt? Nein, nein, ich habe Hallo gesagt. Oh, es kommt wieder, es kommt wieder. Ja, 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 ja. Sie müssen unbedingt Spital, unbedingt. Gut, ich gehe jetzt mal. Auf Wiederhören, hä? Bye, bye. Ciao.